Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um das Thema Mein Partner zeigt mir keine Gefühle. Es handelt sich heute wieder mal um eine Zuschauerfrage und zwar kam die Frage von Julia. Und Julia schreibt, Ramon, erstmal danke für deine Videos, gerne. Sie hat diese folgende Situation. Sie ist seit 6 Monaten mit ihrem Partner zusammen. Und sie sagt, er ist öfter mal sehr kühl und distanziert. Er erzählt kaum was von seinem Leben. Und wenn sie kommunizieren auch kaum per Nachrichten, er meldet sich nicht und vieles geht von ihr aus. Und die Frage, die am Ende rauskam, war, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er mir Gefühle zeigen kann und oder kann ich was aktiv dafür tun? Liebe Julia, danke für deine Frage und du siehst, du stellst eine Frage, du kriegst eine Antwort im besten Falle. Ich habe mich der Frage mal gewidmet, weil du bist sicherlich nicht die Einzige, der das so geht. Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Nummer 1. Also man guckt sich ja immer erstmal an, was ist die Ist-Situation. Und Fakt ist, ihr seid gerade noch relativ frisch zusammen, seit 6 Monaten. Du hast auch gesagt, ihr habt euch gerade erst eure Gefühle gestanden. So war doch die Aussage. Ne? Lass mich mal kurz gucken. Du hast geschrieben, dabei haben wir uns vor kurzem erst unsere Gefühle gestanden. Das klingt ja sogar so, du sagst, ihr seid seit einem halben Jahr zusammen und habt euch quasi dann erst jetzt innerhalb des letzten halben Jahres erst gesagt, ich liebe dich. Das ist jetzt die Fragestellung. Also es klingt alles sehr, sehr frisch. Und Fakt ist, Menschen, die, man sagt ja immer, dein Umfeld formt deinen Charakter und ihr seid ja jetzt in einer neuen Beziehung, ihr seid jetzt euer gegenseitiges Umfeld. Das bedeutet, ihr werdet euch gegenseitig formen, einfach dadurch, dass ihr beide beieinander seid. Ne? Du wirst das vielleicht kennen, du hast Kollegen oder Freunde, die reden auf eine bestimmte Art und Weise und irgendwann stellst du fest, die Art und Weise, also diese Ausdrucksform, die kommt doch von dem und dem. Ja, das kommt daher, weil wir uns gegenseitig beeinflussen. Das heißt, um deine eine Frage schon mal zu beantworten, die Zeit wird wahrscheinlich noch etwas bewegen bei ihm. Aber, und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, was kannst du aktiv tun? Man muss natürlich sagen, dass die Art und Weise, wie man Gefühle zeigt, das ist natürlich sehr, sehr stark geprägt, was habe ich in der Vergangenheit erlebt. Und deswegen, einfach mal als Gedankenimpuls, kannst du dir mal überlegen, vielleicht kennst du ja seine Familie. Das ist auch etwas, was ich im Coaching machen würde. Wir gucken uns immer an, wie bin ich jetzt? Und meistens kommen ja die Leute zu mir, weil sie sagen, ich habe jetzt hier folgende Situation, die gefällt mir nicht, die würde ich verändern. Also gucke ich mir, was ist die Situation? Und dann gucken wir uns immer zuerst an, weil das ist das Fundament, wo kommt das her? Und Fakt ist, wenn du jetzt quasi einen Partner hast, und das hast du ja häufiger, ich habe ja häufiger auch mal Paare, wo dann die Frau sagt, ich fühle mich nicht geliebt, mein Partner zeigt mir gar keine Zuneigung oder gar keine Gefühle. Ist also nichts, was dich alleine betrifft, ja. Und dann gucken wir uns an, sag mal, ist es vielleicht so, wenn ich mir das Elternhaus anschaue, dass der Vater beispielsweise, deines Partners, auch wenig Gefühle gezeigt hat? Ja, dann weißt du, höchstwahrscheinlich sind es die Art und Weisen, wie in dieser Familie Zuneigung gezeigt wurden, ist es einfach am Modell gelernt. Oder wurden Gefühle und sich öffnen mit Schwäche verbunden? Ist auch ein Thema. Das ist jetzt in unserer heutigen Gesellschaft wird das weniger, aber du weißt es vielleicht noch, früher war das für Männer total das Schwächezeichen, wenn sie Gefühle zeigen. Und es wurde von Vater zu Sohn häufiger mal übertragen, Sohn, reiß dich zusammen, du willst doch ein ganzer Kerl sein. Ja? Zweiter Gedanke. Der dritte Gedanke ist, sag mal, was hat dein Partner eigentlich für vergangene Beziehungserfahrungen gemacht? Hat der vielleicht in der Vergangenheit sich mal emotional geöffnet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du seine erste Partnerin bist, aber vielleicht hat er ja vorher mal oder mehrere Beziehungen, seine erste große Liebe von mir aus, weil vielleicht weißt du das aus eigener Erfahrung, in der ersten großen Liebe sind wir noch ganz, ganz emotional offen, sind, also manchmal, ne? Nicht jeder, es kommt immer auf die Person an, aber wir sind tendenziell emotional offener, weil wir wurden noch nie verletzt. Und dann werden wir mal getroffen durch eine Trennung oder was weiß ich, wir werden betrogen etc. Und das tut uns extrem weh. Und das ist ja dann wieder aus psychologischer Sicht eine Konditionierung, nennt man das. Das heißt, ein Verhalten wird durch entweder Belohnung oder Bestrafung beeinflusst. Ja, das kann also sein, hat sich dein Partner quasi emotional geöffnet und wurde dann verletzt. Ist das wie, oh,
ich wurde bestraft. Also das Verhalten wird beeinflusst und man schützt sich danach. Ist also auch eine Überlegung wert, hat er solche Erfahrungen gemacht? Denn wenn ja, dann wissen wir erstmal, okay, es könnte daherkommen. Und zweitens, wir wissen auch, das muss nicht für immer so sein. Ja, man kann zum Beispiel darüber sprechen, was ist da passiert, wovor möchte ich mich schützen. Und gerade das hatte ich ja auch, ich wurde ja auch verlassen und hatte in meiner nächsten Beziehung extreme Angst, wieder so verletzt zu werden. Das kann ich ja mal mit dir teilen, das habe ich glaube ich noch nie irgendwie öffentlich gesagt. Ich habe am Beginn meiner zweiten Beziehung, war ich bei meiner Mutter und habe bei ihr quasi, stand da in Tränen vor ihr, weil ich so eine Angst hatte, dass ich in der neuen Beziehung, weil ich habe gemerkt, ich entwickle Gefühle für die Frau, und das ist irgendwie toll und das geht in Richtung Beziehung und ich hatte panische Angst, dass ich wieder so verletzt werde, wie durch die erste Trennung, die ich erlebt habe. Ja, also solche Lernerfahrungen können uns prägen, aber wie du jetzt auch an meinem Beispiel siehst, man kann sich auch daraus entwickeln. So, jetzt lass mich mal gucken, was ich mir noch für Gedanken aufgeschrieben habe. Genau. Ach so, und jetzt ist der Gedanke, du hast ja gefragt, was kann ich tun? Und ich sage auch zu allen Leuten in meiner Umgebung und auch zu allen meinen Kunden, coacht euch gegenseitig. Ja, ihr müsst jetzt nicht hier professionellen Psychologen oder Coaches sein, aber coacht euch gegenseitig soll heißen, kommuniziere, was du möchtest, was dir gut tut. Ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist, nach der Geburt unseres Sohnes war natürlich unsere ganze Welt und unsere ganze Beziehungswelt ganz anders. Und es kam auch mal dazu, dass meine Liebste mich kritisiert hat für Fehler, die ich gemacht habe. Dann habe ich gesagt, Schatz, kritisiere mich ruhig, dann kann ich mich verbessern. Aber bitte, wenn ich etwas gut mache mit dem Baby oder mit dir, ja, du bist mir dankbar, dann zeig mir gerne die Wertschätzung, sag mir das, denn das hilft mir. Und schon gesagt, getan, sobald ich das offen kommuniziere, kann meine Partnerin sich darauf einstellen. Das heißt, du kannst auch einfach, ne, mit der Frage, was kannst du tun, du kannst in den Dialog gehen mit deinem Partner und sagen, du Schatz, pass auf, ich weiß ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich weiß, du liebst mich. Aber ich merke natürlich auch, die Initiative kommt von mir, ne, wenn ich dich anschreibe, wenn ich Vorschläge mache, wollen wir was miteinander machen. Ich bin diejenige, die dich berührt und mir macht das auch Spaß und ich mag das auch gerne, ja, und ich investiere auch gerne in unsere Beziehung. Aber ich habe manchmal dadurch, dass es von mir kommt und wenig von dir kommt, irgendwie das Gefühl, du liebst mich nicht. Ja, und ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ich fühle mich halt manchmal so, oder ich frage mich manchmal, bin ich dir wichtig? Und deswegen, ich weiß, ich bin dir wichtig und deswegen würde ich mich freuen, zeig mir das gerne. Ja, zeig mir das gerne, dass du dich freust. Und jetzt ist auch wieder wichtig, also das war jetzt dein Beispiel, wie du das zum Beispiel formulieren könntest. Jetzt ist auch nochmal wichtig, du kennst eventuell mein Video über die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Wenn nicht, dann guck dir das auf jeden Fall noch an. Das ist genial, das ist super einfach, das Konzept ist genial. Das besagt ja nochmal, sag mal ganz grob von der Denkweise, Menschen können sich lieben. Es können Paare sein, wo sich beide gegenseitig lieben. Und trotzdem haben die Partner das Gefühl, irgendwie werde ich nicht geliebt, mein Partner liebt mich nicht, obwohl sie sich ja eigentlich lieben. Und Gary Chapman hat herausgefunden, es kann sein, weil ihr einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen, also auf unterschiedlichen Sprachen, eure Liebe und Zuneigung zeigt. Das heißt, wenn er seine Zuneigung eventuell nicht durch die Berührung oder das WhatsApp-Schicken zeigt, frag dich, zeigt er das eventuell auf andere Arten und Weisen? Männer haben so die Tendenz zu sagen, ja, aber ich bringe ja das Geld für uns nach Hause. Oder ich mache die Einkäufe. Ne? Und das sind also so pragmatische Arten und Weisen, wie sie ihre Liebe zeigen. Ja, sodass du zumindest schon mal so etwas wahrnimmst, ah, okay, er zeigt zwar nicht so, wie ich es verstehe, aber er zeigt seine Gefühle und Zuneigung auf seine Art und Weise. Und dann hast du schon mal ein bisschen Beruhigung. Und dann kannst du immer noch mit ihm reden, du Schatz, am meisten fühle ich mich geliebt, wenn du, keine Ahnung, mir deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du mich öfter in den Arm nimmst, keine Ahnung, immer wenn wir uns sehen oder was weiß ich. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, das sollen alles nur Gedankenimpulse sein, weil Fakt ist, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, das hätte ich auch am Anfang des Videos eventuell sagen sollen, ich kenne dich ja jetzt gar nicht. Ne? Ich sehe ja nur den einen Kommentar. Ich weiß nicht, wie du bist, ich weiß nicht, was deine Lernerfahrungen sind und natürlich kenne ich auch deinen Partner nicht. Das heißt, all das, was du jetzt gerade von mir gehört hast, kann total auf euch zutreffen und kann auch überhaupt nicht auf euch zutreffen, weil es halt immer abhängig davon ist, wer sitzt da jetzt. Was ist wirklich die Gesamtsituation? Und im Coaching geht es halt wirklich anfangs immer genau darum zu gucken, wer bist du,
Wo kommst du her? Wie ist das eigentlich mit deinem Partner? Und was ist jetzt dadurch dass die resultierende Ist-Situation? Und was können wir dadurch oder damit jetzt machen? Und dann kriegt man wirklich ein gutes Bild. Ja, aber das sollen jetzt einfach mal Gedankenimpulse sein, die dich einfach noch einen Schritt weiter nach vorne bringen in deiner Entwicklung. Und du musst jetzt einfach für dich sehen, was mache ich damit. Ja, ich hoffe trotzdem, es hilft dir, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lasst mir alle gerne ganz, ganz viele Daumen nach oben da. Das hilft meinen Videos, mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Wenn ihr das Gefühl habt, dieses Video kann auch meiner Freundin oder meinem Kumpel oder meinem Kollegen oder meiner Mutter helfen, dann teilt das gerne per WhatsApp, teilt das auf eurer Facebook-Seite, dann helft ihr mir, die Leute zu erreichen und ihr helft den Leuten, was Neues zu lernen. Und wenn du eine Beziehungssituation hast, wo du sagst, ist ja nett und ich verstehe auch irgendwie, ich muss was tun, aber es ist ja manchmal schwierig, die Transferleistung auf sich zu beziehen und du möchtest dir helfen lassen. Dann findest du unten in der Box einen Link, wo du ein kostenloses Erstgespräch mit mir ausmachen kannst. Und da geht es nämlich genau um die Frage, was ist meine Situation, wovon möchte ich weg, wo möchte ich hin? Und du wirst am Ende der Session sehen können, mag ich Ramon, vertraue ich Ramon und möchte ich mit ihm arbeiten und möchte ich wirklich dieses Beziehungsthema ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ansonsten danke ich dir wie immer für dein Vertrauen. Für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.